Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir heute in der zweiten Lesung unser Wohnteilhabegesetz hier im Plenum beraten. Es war ein langer Weg. Ich erinnere mich, dass der Kollege Düsterhöft und ich bereits im Jahr 2017 einen ersten Aufschlag gemacht haben. Es wurde dann viel diskutiert und wir wurden gebeten, uns nicht im Klein-Klein zu verlieren und doch das ganze WTG anzufassen, und das haben wir dann getan. Nun liegt es also vor, das neue Wohnteilhabegesetz, und ich möchte mich hier an dieser Stelle gerne mal bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und hier ganz speziell bei Staatssekretärin König und ihrem Team bedanken, die unzählige Runden mit uns gedreht haben, und die waren nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aus den Anhörungsrunden mit Verbänden und Trägern habe ich positive Rückmeldungen bekommen. Über 70 Akteurinnen und Akteure, Vereine, Verbände und Träger wurden in diesem Prozess angehört. Es wurde ihnen zugehört, nachgefragt und gemeinsame Lösungen gesucht und gefunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Das zeigt sich hier bereits in Paragraph 1. Hier wird die Formulierung ältere oder pflegebedürftige volljährige Menschen in pflegebedürftige volljährige Menschen geändert, wodurch wir der Tatsache Rechnung tragen, dass nicht jeder ältere Mensch pflegebedürftig ist. Ebenso wurde die gleichberechtigte Teilhabe aufgenommen. Es geht eben nicht darum, gönnerhaft die Teilhabe zu proklamieren, sondern dem Rechtsanspruch der Menschen nachzukommen. Dazu gehört für uns auch, dass Zufriedenheitsbefragungen eben nicht von den Mitarbeitenden durchgeführt werden, sondern diese Befragungen im Peer-Prinzip durchgeführt werden. Hier muss auf Augenhöhe miteinander gesprochen werden, um ehrliche Antworten zu bekommen und die auftretenden Schwierigkeiten lösen zu können. Ebenso ist es uns wichtig, hier klarzumachen, dass wir die Menschen vor Missbrauch, Ausbeutung, körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt und Diskriminierung schützen. Und es werden neben den Informations-, Beschwerde- und Mitwirkungsrechten von Bewohnenden und Nutzenden auch die Beteiligungsrechte festgeschrieben. Gerade die Beteiligungsrechte sind eben mehr als nur darüber zu entscheiden, was es eigentlich nächste Woche zu essen gibt. Rechte und Pflichten der Bewohnervertretung wurden deutlich ausgebaut und festgeschrieben, um hier eine gleichberechtigte Teilhabe aller sicherzustellen. Dazu gehören auch die nun festgeschriebenen Schulungen der Beiräte. Nur wenn die Beiräte wissen, was ihre Aufgaben und Pflichten sind, können sie sich dafür auch entsprechend einsetzen. Auch die Vernetzung in den Sozialraum ist jetzt ein Prüfkriterium. Alle Ziele dienen auch der Umsetzung der Charta der Rechte, Hilfe- und Pflegebedürftiger Menschen und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderung. Hiermit bezieht das Land Berlin deutlich Stellung. Einer der wichtigsten Punkte war und ist natürlich, den entstandenen Wohnformen in dieser Stadt die nötige Grundlage zu schaffen. Ich rede hier von Wohngemeinschaften und auch hier gerade über den Unterschied zwischen anbieterverantworteten und selbstverantworteten Wohngemeinschaften. Klar ist jetzt, dass eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft vorliegt, wenn eine bestimmte Personenzahl an Bewohnenden, nämlich 3 bis 12, in einer Wohnung Pflegeleistung eines Pflegedienstes erhält. Die Teilverantwortung und Sozialraumorientierung sind jetzt als Anforderung kategorisiert, die eine anbieterverantwortete WG nach dem Wohnteilhabegesetz zu erfüllen hat. Die Heimaufsicht wird diese Anforderungen regelmäßig nachprüfen und kann nun bei Nichteinhaltung auch ordnungsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Auch diese regelmäßigen Prüfungen sind neu aufgestellt. Waren es bisher meist anlassbezogene Prüfungen durch die Heimaufsicht, haben wir im neuen Wohnteilhabegesetz festgeschrieben, dass es anlasslose Prüfungen in den WGs in regelmäßigen Abständen geben muss. Und als letzten Punkt möchte ich sagen, dass es uns wichtig war, folgende Inhalte bei der Regelprüfung festzuschreiben, nämlich die Einhaltung der Anforderungen zu freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen, Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt und ausreichende personelle Besetzung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf haben wir einen wichtigen Punkt des Koalitionsvertrages umgesetzt und den Pflegebereich für die Menschen in unserer Stadt gestärkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bitte um Ihre Zustimmung.